Hey Lieben und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Eben letzten Part haben wir unser Abenteuer gestartet, sind Serpifeu begegnet und ich habe erstmal so gemacht mit dem Licht, dass ihr die Schrift sehen könnt, weil es war ein bisschen blöd. Und ich würde sagen, wir speichern und setzen das Spiel fort. Hurra, wir haben es geschafft. Da wären wir. Das wurde aber auch Zeit. Das ist alles dir zu verdanken, Vedi. Vielen, vielen Dank. Lass uns keine Zeit verlieren. In dem Brief stand ganz sicher, dass wir hier entlang müssen. Okay. Ein verlassenes Grundstück. Oh Gott, Mordor. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ich bin Mordor. Ich verwalte das Grundstück hier. Bist du zufällig Serpifeu? Ja, das stimmt. Habe ich es doch gewusst. Du kommst von weit her und musst müde sein. Da hat sich die Warterei doch gelohnt. Ich habe hier ganz allein Löcher in die Luft gestarrt. Ich wollte schon die Heimreise antreten. So sehr habe ich mich gelangweilt. Aber nun, wo du schon einmal hier bist, bist du wirklich damit einverstanden? Dann ist die Gegend hier nicht sonderlich einladend. Außerdem breiten sich die mysteriösen Dungeons tagtäglich weiter aus. Wer weiß, was aus diesem Ort wird. Ja, aber gerade das macht es den Reiz aus. Das nötige Kleingeld habe ich auch dabei. Wirst du es auch sicher nicht bereuen? Nun ja, gut, bitte, hier, ist der Kaufvertrag. Der Befall, das kommt schon vom Mordor gekauft! Yeah! Das Grundstück gehört nur dir ganz allein. Du kannst damit anstellen, was du willst. Hip, hip! Hurra! Ich werde diesen Ort in mein eigenes kleines Paradies verwandeln. Entschuldige, dass ich so aus dem Häuschen geraten bin. Ich habe dir doch vorhin erzählt, dass ich Abenteurer werden will. Und von hier aus werde ich meinen Traum wahr machen. Mein Traum ist es, ein Paradies für uns alle zu erschaffen. Ein Pokémon-Paradies. Ein Pokémon-Paradies? Und hier soll dieses Paradies entstehen. Die mysteriösen Dungeons breiten sich weiter aus und niemand weiß, was hier noch geschehen wird. Das verunsichert natürlich viele Pokémon, aber mich nicht. Denn gerade diese Ungewissheit macht es zuerst so richtig spannend. Ich werde jeden Winkel dieser Gegend erkunden und mit vielen Pokémon Freundschaft schließen. Wir werden alle zusammenarbeiten und gemeinsam ein Leben voller Freude führen. Das macht nichts zu wünschen übrig lässt. Ich möchte ein wahres Paradies auf Erden erschaffen. Das ist mein größter Traum. Daher habe ich mir das Geld für diese Grundstück im wahrsten Sinne des Wortes vom Munde abgespart. Und meine Mutter rastet schon wieder aus, weil ich neben dem Part nämlich auch am Samstag, wenn Deutschland spielt, auch. Und die rastet schon wieder aus. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht ausrasten. Außerdem waren die anderen Grundstücke viel zu teuer. Der reinste Wucher. Ich hatte eigentlich gar keine Wahl. Spannend drüber. Das ist der Ort, an dem mein Traum Wirklichkeit werden wird. An, davon träumt er vor. Also, wie schön, wenn man Träume hat. Ich bin schon bloß beim Zügen ganz aufgeregt. Und du, Seli, was hast du jetzt nun vor? Weißt du schon, wohin du gehen wirst? Hätte nichts vorhast, solltest du, dann könntest du mir ja vielleicht
dabei helfen, mein Paradies aufzubauen. Na, was hältst du davon? Wie bitte? So ganz allein werde ich eine halbe Ewigkeit brauchen. Deshalb wollte ich mich mit möglichst vielen Puppen anfreunden. Was sagst du, Seli? Wirst du mir zur Hand gehen? Ich weiß nicht so recht. Wie geht der Hilferuf auf meinen Traum einfach nicht mehr aus dem Kopf? Andererseits weiß ich überhaupt noch nicht, was es damit auf sich hat. Und ich wüsste auch nicht, wohin ich jetzt gehen sollte. Also gut, warum würde ich sehr wie früher also nicht in der Zwischenzeit nicht einfach wenig und unter die Arme greifen? Vielleicht komme ich ja so der Lösung meines Rätsels einen Schritt näher. Wer weiß. Also dann. Oh Gott, ich verlese mich hier den ganzen Tag schon. Wirklich? Du würdest mir tatsächlich helfen? Klasse! Vielen Dank! Von jetzt an sind wir beide Freunde und Weggefährten. Und nun, da wir Freunde sind, könntest du mir auch einen Spitznamen geben. Na, was hältst du davon? Such dir bitte einen schönen Spitznamen für mich aus. Ja, der hat mich vor auf keinen Fall. Und zwar habe ich ja gesagt im letzten Part, dass ich Caro gefragt habe, welches Puppen sie werden möchte. Und deswegen ist es ja klar, dass ich es nach ihr benenne, wenn ich sie ja schon frage. So, Caro. Nein. So, Caro. Caro, richtig. Gut, dann bin ich für dich von nun an Caro. Der Name passt zu mir. Ich werde mein Paradies erschaffen. Du kannst mich beim Wort nehmen. Die Begeisterung auf dem Gesicht von Caro ist einfach ansteckend. Es war die richtige Entscheidung, meine Hilfe anzusagen. Aber ich kann irgendwie immer noch nicht fassen, dass ich jetzt ein Pokémon bin. Und alles nur wegen einer Stimme, die mich im Traum rief. Ehe ich mich versah, hatte ich mich in einen Pokémon verwandelt. Ach ja. Wie es jetzt zu diesem armen Pokémon geht, das in meinem Traum verfolgt wurde. Ich muss ihm schon nichts helfen. Aber wie stelle ich das bloß an? Wo soll ich nur anfangen? Ich habe mehr Fragen als Antworten. Zunächst einmal muss ich herausfinden, warum ich in diese Welt gelangt bin. Und außerdem habe ich das Gefühl, wenn ich bei Caro bleibe, wird etwas Aufregendes passieren. Ich habe das Gefühl, ein Abenteuer wartet auf mich. Seli, wir werden uns bestens geben, ja? Zunächst noch sieht es hier ziemlich trostlos aus, aber du wirst deine Augen nicht trauen. Denn hier wird unser ganz persönliches Paradies entstehen. Jetzt kommt ein schönes Bild. Pokémon, Mistlanden, Portale in die Unendlichkeit. Das ist so ein schönes Bild. Das ist so ein schönes Bild. Ich finde das so toll. Entdecke ein Magma-Portal, ist jetzt verfügbar. Diese Funktion kann über das Hauptmenü genutzt werden. Möchtest du sie im bisherigen Spiel schon speichern? Ja, speichern und fortsetzen. Bisher wird gespeichert. Heute hattest du genug Abenteuer. Du solltest erstmal eine Pause machen. Ja, nach der Aufnahme. Wie die Zeit vergeht, es wird schon dunkel. Und wir haben noch nicht einmal ein Dach über den Kopf. Na dann, schlafen wir heute wohl unter freiem Himmel. Ja, traurig aber wahr. Hier draußen ist es aber sehr frisch. Was ich zuerst zu tun, genau. Wir müssen ein Haus bauen. In der Tat. Nicht auszudenken, wenn es nicht auch noch zu regnen anfangen würde.
Hagen. Hagen. Hauptsache, wir sind erstmal vor Wind und Wetter geschützt. Lass uns morgen darüber nachdenken, ein Haus zu bauen, okay? Gute Nacht, Lili. Gute Nacht. Oh nein, Mordort. Nein. Ja. Guten Morgen. Ich wollte mal schauen, wie es euch geht. Habt ihr gut geschlafen? Guten Morgen, Mordort. Viel geschlafen haben wir nicht gerade. Nein, es war einfach zu kalt. Ringsum war einfach nichts, was einen Schutz vor dem kalten Wind hätte bieten können. Deshalb sollten wir uns so schnell wie möglich ein Haus bauen. Nur, wie stellen wir das am besten an? Nichts leichter als das. Ich kenne da jemanden im Raster, der euch dabei behilflich sein kann. Echt? Aber sicher doch. Ihr braucht nichts weiter zu tun, als den Baumeister zu bitten, sich der Sache anzunehmen. Raster ist gleich um die Ecke. Warum geht ihr nicht einmal gleich hin? Oh, genau doch. Gerne doch. Lass uns gleich losgehen, Seli. Bitte bitten wir ihn, uns ein Haus zu bauen. Hier entlang. Dieses Grundstück ist wirklich unglaublich weitläufig. Hier entlang. Lalala, Moor, 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 Moor. Moor, 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 Moor. Diese Straßen nutzen hunderte reisende Pokémon. Der entsteht an dieser Ort Raststadt, wo sich müde Pokémon an den Strandharzen ihrer Reise erholen können. Jetzt ist gleich dort vorn. Lass uns einmal hingehen. Stimmt. Oh, die Musik ist so toll. Ich mag Musik in diesem Spiel. So, das wären wir. Herzlich willkommen in Raststadt. Yay! Ach, ist so toll. So lebhaft habe ich es mir hier nicht vorgestellt. Überall, wo man hinschaut, herrschen geschäftige Treiben. Dieser Ort ist für seinen kristallklaren Quellwasser berühmt. Reisen trinken dieses Wasser, um ihre Durst zu stillen und sich für diese weiten Reise frisch zu machen. Das wird euch der Grund sein, weshalb es hier vom Pokémon so wimmelt. Zudem stehen den Besuchern hier allerlei Einrichtungen zur Verfügung. Diese geheimnisvolle Truhe etwa heißt ihr Verwendungszweck entsprechen. Lara-Truhe. Die Abenteurer können hier Geld oder Items ablegen und wieder an sie nehmen. Das hier ist einer von vielen Läden. Hier kann man kaufen, was das Herz begehrt. Ja, Cactus. Es gibt auch noch Herberge, sein Restaurant und viele weiteres mehr. Zögert nicht, alle Einrichtungen in Anspruch zu nehmen. Hey, was soll das? Du bist doch gerade mit voller Absicht in mich reingerannt. Das hat weh getan. Ach was, ich habe dich doch nur gestreichelt. Du hast überhaupt keinen Grund, hier rumzuplären. Du mich auch. Oh Gott. Da herrscht wohl dicke Luft. Und niemand macht Anstalten, die Streitereien voneinander zu trennen. In letzter Zeit liegen die Nerven bei allen ziemlich blank. Es gibt immer noch mehr Streitereien. Was die Pokémon hier so beunruhigt, ist Gerüchten zufolge der Umstand, dass sie alle Orte mysteriösen Dungeon ausbreiten. Ob das wirklich der Grund ist, weiß ich nicht. Jedenfalls sind die in letzter Zeit alle Pokémon. Nochmal von vorne. Jedenfalls sind in letzter Zeit alle Pokémon sehr leicht reizbar. Die Zahl selbst
rachsüchtiger Pokémon scheint ebenfalls drastisch angestiegen zu sein. Auch vorhin hat niemand versucht, den Streit zu schlichten. Man hat den Eindruck, dass Misstrauen und Gleichgültigkeit mittlerweile an der Tagesordnung sind. Wenn sich doch nur alle wieder besser verstehen würden. Schwierige Zeiten, in der Tat. Wenn man nur irgendwas tun könnte, um da wieder herauszukommen. Ach, vergessen wir das einfach. Ihr seid ja schließlich wegen eures Hauses hier, nicht? Ich gehe mal eben den Baumeister suchen. Schaut euch doch in der Zwischenzeit ein wenig im Ort um. Nichts lieber als da. Vielen Dank, Mordor. Hinweis: Du kannst in Rastatt und in deinem Paradies jederzeit den Spielstand speichern. Wähle hierzu aus dem über X erreichbaren Menü die entsprechende Option aus. Sehe regelmäßig den Spielstand, um deine Spielfortschritte nicht zu verlieren. Ja, gut. Ich wollte eigentlich noch weiterkommen, aber ich habe leider jetzt keine Zeit mehr, weil ich muss heute jetzt nämlich noch weg. Und ja, deswegen würde ich sagen, das war für diesen Part. Im nächsten Part werden wir den Baumeister aussuchen und ein bisschen in der Raststadt umgucken. Ja, ich verabschiede mich und sage Tschüss.